Hi, ich bin Serena Goldenbaum. Ich bin Make-up-Artistin, Hairstylistin und Beauty-Coach. Und im Sommer fragt ihr mich immer, sag mal, was gibt's denn mal für Frisuren-Alternativen oder wie kann ich meine Haare cool hochstecken, wenn es heiß ist? Und deshalb habe ich dir in diesem Video einmal meine Lieblingsfrisuren zusammengestellt. Alle Produkte, mit denen ich diese Frisuren gestylt habe, bekommst du natürlich wieder bei Douglas. Für eine ganz, ganz schnelle Frisurenvariante, die zum Beispiel super süß aussieht, bei einem Stadtbummel durch die kleinen Straßen der Côte d'Azur oder durch Italien, verwende ich so einen großen Haarclip. Und zwar nehme ich dafür alle meine Haare nach hinten, aber hier vorne gehe ich so ein bisschen seitlich, so nach hinten. So nach hinten. Nehme alle Haare zusammen und drehe sie so ein und die Spitzen nach innen. Dann gehe ich mit meinem Clip von der Seite und fasse die Haare so ein. Jetzt gehe ich wieder mit meinen Händen an den Oberkopf und ziehe die Haare etwas lockerer. Und hier vorne ziehe ich mal eine Strähne raus, die ich so ein bisschen auflockere. Süßer italienischer oder französischer Look, oder? Und mega schnell. Mein nächster Summer Hair Look, den liebe ich, gerade wenn ich auf Ibiza bin oder in Tulum in Mexiko, weil er so ein bisschen Bohemian 70s angehaucht ist. Und ich verwende dafür diese coolen Haarbänder von Pop Band und eine Toupierbürste. Mit dieser Toupierbürste gehe ich praktisch in der Ecke, von hier beide Ecken, V-förmig nach hinten, nehme diese Strähne, die dann entsteht, nach hinten und kämme sie ganz, ganz glatt zurück. Mein Haargummi binde ich dann direkt um diese Haare, und zwar um die Haarsträhne, und verbinde die mit meinen anderen Haaren, die noch runterfallen. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Du wickelst dann einfach so die Haarsträhne drumherum, ziehst den Rest ein bisschen auseinander, wickelst diesen kleinen Dödel da unter und fertig. Dem Dödel, den brauchen wir nicht. Und fertig ist ein 70s Look, der perfekt aussieht für Ibiza, Mexiko, Tulum, alles, was so ein bisschen Bohemian und 70s hippiemäßig angehaucht ist. Für meinen nächsten Look verwende ich etwas Finishing Cream von Oué, eine Toupierbürste und ein Pop-Band-Haargummi. Und zwar ziehe ich mir damit mit der Spitze der Toupierbürste einen Mittelscheitel. Das klappt super gut, wenn man die Nase als Hilfslinie nimmt. Dann kämme ich die Haare ganz glatt. Und kämme sie wirklich so runter, hinter die Ohren. Ganz wichtig, dass alles ganz flach am Kopf anliegt. Da kommt jetzt nämlich die Finishing Cream ins Spiel. Die hält nämlich alle kleinen abstehenden Härchen in Zaum. Jetzt nehme ich meine Hände so. Und
und nehme alle Haare richtig schön im Nacken zusammen. Umwickel meine Haare mit dem Haarband. Mache daraus so einen kleinen Dutt. Steck die Enden wieder in das Haarband. Und ziehe hier vorne die kleinen Härchen raus. Super moderner Look à la Hailey Bieber. Meinen nächsten Look style ich mir sehr gerne, wenn ich abends essen gehe, wenn ich mir ein paar Smoky Eyes schminke und wenn ich ein bisschen Haare haben möchte, aber trotzdem mir offene Haare zu warm und zu heiß sind. Und zwar verwende ich dafür das Wave Spray von Way, eine Bürste und wieder ein Popband Haargummi, die ich übrigens sehr liebe, weil die einfach besonders schonend zu den Haaren sind. Und gerade im Sommer, wenn die sehr trocken werden, die Haare, durch die Sonne und das Salzwasser, ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich alles so schonend wie möglich macht. Keine scharfen Kanten, keine Haken, alles ganz schonend. Und dafür sind diese kleinen Bänder perfekt. Als erstes sprühe ich mir das Wave Spray in die Haare. Das macht die Haare etwas wilder, etwas welliger und wie der Name schon sagt, Wave Spray. Du siehst, die Wellen kommen durch. Dann die Haare schön knautschen und kneten. Und dann nehme ich das Haargummi, halte mir das schon mal so fest und nehme mir alle Haare hinter dem Ohr zusammen. Und bürste die Vorderpartie richtig flach an. Ich dann das Gummiband um die Haare. Für noch mehr Dramatik für diesen Abendlook nehme ich etwas High Finishing Gloss. Das ist ein Gloss für die Haare, und zwar von Wow her. Und den gebe ich mir hier vorne richtig schön an die Ansätze. Dann glänzen die Haare richtig schön. Für einen etwas glamouröseren Wet Look verwende ich die Finishing Cream von Way und verteile mir ungefähr so eine etwas größere Erdnussgröße in die Haare, in die Hände. Gehe richtig an den Ansatz und diesmal ungefähr bis zum Hinterkopf. Und gehe dann mit den Fingern nochmal so durch, dass die Haare bis hinter das Ohr eng anliegen und der Rest etwas natürlicher runterfällt. Hast du sehr trockenes Haar, dann gib dir auch in die Spitzen etwas von diesem Finishing Gloss, damit die Haare etwas satter und etwas feuchter aussehen. Das Tolle daran ist, dass die Strähnen dadurch auch noch im Sommer richtig schön gepflegt werden. Fertig ist dein Wet Look für den Abend oder auch für den Tag. Mein nächster Look ist die Sommervariante des Messy Buns. Und zwar, was brauchst du dafür? Ein pflegendes, schonendes Haargummi,
eine Bürste und alles, was du an Pflege für deine Haare bekommen kannst. Das kann ein Haaröl sein, das kann ein Finishing Gloss, wie ich ihn eben verwendet habe, sein. Alles, was deine Haare richtig schön feucht aussehen lässt und gleichzeitig auch noch pflegt. Ich verwende dafür die Finishing Cream von Way. Und als erstes bürste ich meine Haare ganz, ganz streng und flach. Auch die Spitzen. Den Finishing Gloss von Way in die Haare und auch bis in die Spitzen. Und jetzt alles nach oben bürsten. Und zwar richtig hoch auf den Oberkopf. Mit einer Hand festhalten und jetzt bürsten. Bis hier hoch. Und hier machst du dir einen ganz, ganz strammen, kleinen Bann. Klemmst die Haarspitzen unter das Gummiband, dass der Bann richtig klein aussieht. Toll dazu, alles, was einen 80er-Look unterstreicht. Blaue Wimperntusche, blauen Kajal, Bronzing-Cream. Alles, was ein bisschen 80s aussieht.